Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight. In diesem Part kümmern wir uns um Polar Knight Stage. Je nachdem, wie die Gegner gerade stehen, suche ich mir halt einen raus. Also, momentan spielen sie gerade ein bisschen ungünstig, die Gegner, weswegen wir gerade das Katapult benutzen, um ein bisschen weiterzukommen. So. Na, geht so. Wir haben immer noch einen Gegner, der uns so ein bisschen im Weg steht. Und da drüben haben wir auch Black Knight, der hier durch die Gegend rennt. Jetzt stehen sie uns beide im Weg. Ich guck mal, sonst rennen wir einfach in einen rein, wenn sie jetzt zu sehr... Aber nee, sie bewegen sich relativ passend. So, auf zu Polar Knight Stage. Polar Knight Stage ist so ein bisschen... Ja, das Gegenteil von... Molar Knight Stage, ne? Molar Knight Stage war ja... eine Privatsauna, ne? Hier ist alles eisekalt mit Eis und Schnee. Also ich persönlich mag ja so Winterstages am liebsten, ne? Also weil, naja, heutzutage sieht man selten so viel Schnee, ne? Also zumindest bei uns jetzt hier, ne, in der Region. Also ich glaube, wir hatten ja dieses Jahr einen Tag, da war ja richtig viel Schnee, also es war, ich weiß gar nicht wann es war, ich glaube es war ein Dienstag oder so gewesen, da ging gerade die Welt unter, ne? Hat Frau Holle hier gerade ein bisschen übertrieben. Also ich war natürlich... Ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern. Ich hatte da Schule an dem Tag. Und... Ich stelle mich gerade richtig doof an gegen einen Block. Ich war einer der wenigen, der sich da wirklich noch bis zur Schule gekämpft hat. Ich glaube, wir waren 500 auf der Schule. Und insgesamt waren vielleicht nur 50 da oder so, ne? Also weil... Ja, das ist relativ wenig, ne? Da waren vielleicht pro Klasse zwei, drei Leute da und das war's, ne? Deswegen haben wir natürlich auch keinen richtigen Unterricht gemacht und mussten halt zwei Stunden da bleiben und dann ist halt Schule ausgefallen. Also konnten wir abgeholt werden. War aber auch wirklich richtiges Schneechaos, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin schon überrascht, dass überhaupt der Bus durchgekommen ist. So, jetzt hat uns nochmal hier Frau Holles Schwester hat uns jetzt auch noch erwischt. So. Die Plattformen sind auch ganz interessant. Wenn wir die treffen, also mit unserer Schaufel, dann spucken die Regenbogen aus. Ja, sie spucken einen Regenbogen aus. Die Entwickler waren mal wieder sehr kreativ. Und darauf können wir laufen. Und der Vorteil an dieser Statue ist, sie kann einfach mal solche Gegner wegschlagen. Was ich eigentlich am entspanntesten finde. Oh, blala. Sonst hier nochmal dieser Wikinger erwischt. Wie kann der überhaupt was sehen oder seinem Hemd umgefragt? Ja gut, ich meine, man kann ja durch Haare sehen, ne? Aber... Oh Gott. Puh, vertraue keiner Leiter. Es könnte tödlich enden. Okay. So, ja, diesen Hammerwerfer machen wir jetzt auch gerade noch weg. Ist, glaube ich, auch so eine Art Wikinger. Ja. Das hat mich gerade ein bisschen rausgebracht. So, wir sind ja übrigens auch gerade in einem Wikinger-Schiff. Das sieht man zum Beispiel auch an diesem, an den Wikingern erstmal, ja. Und auch an diesen Schildern und so und Holz. Ich glaube, dass dieses Stage heißt auch, glaube ich, gestrandetes Schiff oder sowas. Ist jetzt gerade nicht so viel Strand hier, aber was soll's. Immerhin eine riesige Eiswüste. Stimmt, gibt's eigentlich in Shovel Knight gibt's ja keine Wüstenstage, ne? Ich glaube, das kann man ja irgendwann mal machen, ne? Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Vielleicht für King Knights DLC oder so. Oder wenn es mal eine Fortsetzung gibt für Shovel Knight, ne? Shovel Knight 2. The Return. Keine Ahnung. Naja. Wäre auch mal ganz interessant, ne? So, jetzt haben wir hier die letzte Leiterpassage. Haben wir besser hinter uns gebracht als die letzte. So, jetzt haben wir hier Frau Holles Cousine da oben. Und Wolf wieder Wolf. Und Frau Holles Tante. Und den haben wir hier unten. Frau Holles Schwägerin. Und ja.
War das. Ne, da hinten ist noch eine. Das ist jetzt Frau Holles Patentante. Da gehen langsam die Namen aus. Gut, dass wir gerade am Ende der Stage ist. Jetzt haben wir noch Gefroren und Rutan und dann nähern wir uns auch schon. Ja, wir nähern uns nicht nur, wir sind auch schon beim letzten Boss. Das ist nicht der letzte Boss, Entschuldigung. Wir sind auch schon beim Boss dieser Stage, so. Nun, mein alter Freund, endlich ist der Tag gekommen. Dies wird unser letztes Duell sein. Sollen wir nicht die Schaufel niederlegen und als Gleiche scheiden? Der Orden ist ohne Gleichen. Du weißt doch sicher, was machtest, komm zu uns. Du hast unseren Eid vergessen. Was ist du aus dem stolzen Krieger von früher geworden? Genug der Worte, die bittere Kälte wird dich holen. So, da beginnt der Kampf gegen Polar Knight. Er startet erstmal so einer kleinen Schneeballschlacht hier. Er kämpfte übrigens auch mit einer Schaufel, was ich immer ganz interessant fand. Ist so ein bisschen der Schneedienst im Mittelalter. Erwinderdienst, ne? Nur ein bisschen schneller. Ja, es macht. Ja, es ist. Das macht Polar Knight so gefährlich. Er kann, wie wir hier sehen, solche Stacheln erschaffen. Und die sind halt so ein Instant-Kill für einen. Dass es ihn halt sehr gefährlich macht. Deswegen muss man halt sehr auf den Fußboden, sag ich mal, achten. Dass man ja nicht gegen die Stacheln kommt, sonst. Boah, sonst Feierabend, ne? So. Haben wir aber ganz gut gemeistert. Ich glaube, neben Polar Knight gibt es noch einen Boss, der auch einen One-Shotten kann. Und zwar Propeller Knight. Oh, wird langsam ein bisschen eng hier oben. Aber Propeller Knight ist gerade versperrt vom Black Knight. Und deswegen gehen wir zu Tinker Knight. Wollte ich auch eigentlich hin in diesem Part. Das freut mich so ein bisschen. So, Propeller Knight machen wir dann natürlich in der nächsten Episode. Im nächsten Part. Naja. Schau mal halt die ganze Saga. Jetzt auf DVD. Okay, ich hoffe. Meine Fachwitze werden auch nicht besser. Für Part. Für Part. So, hier warten wir mal, bis das Zahnrad weg ist. Das nächste Zahnrad laufen wir gerade mal direkt stark gegen und ja, geht halt ein bisschen schneller, als wenn wir jetzt hier nur immer warten. Gut, der Treffer war jetzt unnötig. Und da kommen wieder diese verrückten Fliegen. Was ist das eigentlich? Habt ihr das Ding erkannt? Also ich weiß nicht, wie man das Teil nennt. Oder was es darstellen soll. Sieht für mich aus wie so ein fliegenden. Keine Ahnung. So ein fliegender Hasen. Staubfussel. Ja. Auch egal. So oft sehen wir die Dinger eh nicht mehr. Und weiter geht's. Zumindest in diesem Durchgang, sagen wir es mal so. Ja, das ist ja auch hier übrigens. Oh, so ein riesiger Uhrturm. Was ich auch ganz interessant finde. Ich finde auch den Soundtrack ganz gut in dieser Stage. Also ich finde schon. Die haben mir gute Ideen reingebracht und wir sterben gerade. Das ist nicht so schön. So. Oh, oh, oh. Kommen schon die Patronen hier angeflogen. Wir wollten uns noch hier den Gnadenstoß versetzen. Oh, das sieht nicht gut aus. Ist doof, wenn diese Patronen sind, die kommen hier komplett random reingeflogen. Das heißt, ich weiß nicht, wo die herkommen, wie die fliegen. Und das kann halt schon mal sehr schnell in dieser Stage ins Auge gehen. Vor allem beim Speedrun. Weil, wenn du Pech hast, fliegen die genauso, dass sie dir komplett im Weg gehen und die killen dich einfach. Das ist echt ziemlich blöd. Oh, das kommt doch nochmal so ein komisches Hasen-Staubfusselfie. So. Es gibt übrigens auch an noch einer Stelle, kommen diese Teile wieder, was ich nicht sehr begrüße, relativ am Ende. Ich denke mal, wenn wir das dann noch überleben, dann kann uns eigentlich nichts mehr schocken. Ich glaube, es kommt später dummerweise noch so ein Scrolling-Level-Abschnitt, der kann uns noch erledigen, aber ansonsten, Tinker Knight habe ich jetzt nicht so große Angst vor. Noch so, Staubfussel. So, wir machen hier jetzt, wir spielen jetzt Schilderspringen. Ich glaube, wir haben 3 Punkte oder so gerade erzielt. Ich kann es mir ja nochmal durchgucken, dann gucke ich nochmal genauer drüber. So, Jackpot darf ich natürlich nicht vergessen. Jetzt haben wir hier Magier im Doppelpack. 2 Magier kommen selten allein. Ja, wir sind öfters in dieser Stage gerade
auf ein Leben runtergekommen, auf, besser gesagt auf ein halbes Leben runtergekommen, als ich dachte. Aber gut, wir leben noch. Das ist die Hauptsache. Viele Leben wir noch haben. So, jetzt haben wir hier diese Squalling-Level-Patronen-Szene. Das ist mir gerade ein bisschen Sorgen bereitet. Ich darf nicht zu langsam werden hier. Aber auch nicht zu schnell. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hinspringe. Ich meine, ich bin kein Hellseher. Auch wenn man sich theoretisch auswendig merken kann, was jetzt hier wo kommt, aber ich habe hier immer so ein bisschen Herzprobleme, sage ich mal. Wenn ich das hier immer so sehe, wie ich da rumspringen muss. Ja. So. Haben es aber auch schon fast geschafft. So, jetzt den Tag nicht vor dem Abend loben, aber das war's mit der Squalling Level Stage. Ich bin der. Oh. Jetzt komme ich nicht mehr an den Truthahn. Ich komme doch. Aha. Nimm das, Toter. Du bist doch gegessen. So, und da sind wir auch bei Tinkernight. Ah, du hast den ganzen Lärm gemacht. Ich kann nicht glatt denken. Ich habe so viel zu tun. Lass mich einfach vorbei, mein kleiner Freund. Oh, große Worte, Blechmann. Ich werde dir mal ein, zwei Sachen zeigen. Und da kommt er. Tinkernight. Ja, ihr ist so ziemlich. Ihr wirkt als der gefährlichste Ritter, wenn ihr mich fragt. Also. Ich meine, guckt ihn euch an, ne? Also diese Muskeln, also. Hier, der Chuck Name sieht ja alt aus, ne? Also ich glaube, der will ihn hier locker, ne? Ich meine, er geht jetzt noch gerade leicht an uns ran, ne? Er nutzt jetzt gerade mehr seine, seine Schraubenschlüssel als seine Muckis, ne? Oh. Ich meine, hier der ganze Boden bricht ein, ne? So ein richtiger Terminator. Okay. So, wäre ja auch langweilig gewesen, wenn das schon der Bosskampf wäre. Natürlich hat er noch so einen Riesenroboter bei sich. Sonst wäre es ja auch langweilig. Ich meine, wir haben mal keine Riesenroboter. So. Der Kampf ist eigentlich noch leichter als der WO. Das sollte ich vielleicht nicht sagen, wenn ich gerade herunterfalle. Ja, man sollte seinen Gegner niemals unterschätzen. Ja, aber ich persönlich finde den oberen Kampf schwieriger als diesen Kampf hier. Oha. Ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Auch von der Zeit her. Und tschüss, Tinkernight. Ja, das wär's dann. Ich würde mal sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt für Shovel Knight Part 4. Und ja, würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Im nächsten Part. So, in Propeller Knight Stage. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.